Ja, Freunde, willkommen zurück hier bei Valheim. Ich würde sagen, als erstes gehen wir doch gleich mal zu Haldor und geben die beiden Kopfgeldjäger-Missionen ab. So, Kollege. So. Gefühlt gibt es aber auch schon wieder 10 Sachen neu. Ja, weil es egal ist, machen wir das halt. Ah ja. Das ist da wenigstens mal in der Nähe. So lobe ich mir das. Was, du bist einfach bloß ein Grauzwerg. Okay. Sieht auch gut aus. Gleich daneben. Du bist einfach bloß ein Drache. Der treibt sich auch nicht allzu weit weg. Das ist auch nicht schlecht. Wo ist das? Oh Mann, das ist jetzt wieder da unten. Da habe ich natürlich kein Portal hingebaut. Bisschen Moskito. Moskito. Dann haben wir hier noch den Drauger. Ja, Drauger. Oha, jetzt wird es langsam schön verteilt hier. Kohle hat er immer noch nicht, der arme Mann. Das Stahlschwein. Sonst hat er auch nichts Gutes am Start. Dann hauen wir doch gleich mal wieder ab. So, was machen wir denn heute? Wir könnten mal zur Insel gehen und vielleicht mal ein bisschen erkunden. Genau. Wie gesagt, hier bauen wir auf jeden Fall noch weiter, Freunde. Natürlich jetzt nur die Frage, was wir erkunden, den Dunkelwald oder... Müsste man mal gucken. Auf jeden Fall müsste man doch hier so ein Ding hinbekommen. Gut, das machen wir, glaube ich, auch das nächste Mal. Da bin ich jetzt nur. Machen wir es mal schnell anders. Zack, zack. So, gehen noch. So. Rein theoretisch könnten wir doch einfach schnell hier so. Ich dich jetzt da hinbaue. Da, 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 da. Natürlich mein Ding nicht dabei, gell? Nee. Eieieiei. Weil ich das in der letzten Folge erst weggepackt habe, holen wir mal schnell die Hacke, dass wir den Boden ebnen können. Damit wir da auch eine schöne Treppe hinbekommen. So. Geht ja zum Glück auch ganz schnell. So, da wären wir schon wieder. Haben nur ein paar Sekunden verloren. Dann können wir gleich mal so eine Brücke bauen. Gut, man könnte sich jetzt tatsächlich überlegen, ob man jetzt die Brücke
Irgendwas keucht hier doch schon wieder rum. Lol, der Schleim. Wie kam denn der jetzt hier rüber? Naja, shit happens. So. Achso, ja gut, das will er wieder nicht gehen, wie immer. Große Spitzhacke nehmen wir natürlich mit. So, und jetzt lass mich doch hier. Genau. Hallo? Okay, das ist schon wieder rot. Soweit. Da. Einmal weghauen. So. So, keine Werkbank. Ja, was wollt ihr denn alle? Hallo? Ich will doch einfach nur hier in Ruhe. Hä? Was ist denn los mit denen? Warum droppen die denn lauter so gutes Zeug? Bleib nur hier, Sportsfreund. So. Sieht jetzt zwar ein bisschen unrealistisch aus, aber so. Das gleiche machen wir auf der Seite noch. Das hat doch gerade schon gepasst. So. Gut. Hier kann man ja wieder stehen. Aber die hier tatsächlich die Peppe. Treppe wieder runterkommen. Jetzt haben wir schon das Problem, dass es da nicht mehr einrastet. Wahrscheinlich mit dem hier das gleiche, oder?
Hä? Macht ja gar keinen. Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Ich wollte gerade klicken. Ja, leck mich doch am Arsch. Sorry dafür. So. Jetzt decken wir das euch mal oben drauf. Gib mir hier mal ein paar Steine, Mann. Das will er so auch nicht. Wow, Spaßfreund. Das war das jetzt aber hier nicht ausgemacht, Freunde. Dass ihr jetzt da alle rüberkommt. Jetzt check ich nicht, wieso das hier nicht einfach einrastet. Ganz ehrlich. Ich will ja nur hier hinkommen. Das kann ja nicht so schwer sein, oder? Sollte man meinen. Oh, ja, nehmen wir mit. Dem wird halt nur sein, dass ich jetzt hier. Übertreib halt nicht gleich. Ah, also geht doch. Haben wir das hier wieder weg. Ich will hier überall schön Wasser haben. Müsste das ja logischerweise wieder grün sein, oder? Genau. Das kommt auch das nächste hier schon. Hier muss man ein bisschen nachhelfen. Gleich eben hier. Zack, zack. Wobei man das auch mit dem Kernholz machen hätte können. Hier mal wieder. Den hier. Jetzt können wir da vorgehen.
Jetzt gucken wir mal, ob wir das irgendwie... Naja. Hinbekommen, wollte ich gerade sagen. Und hier könnte man rein theoretisch noch irgendwie ein kleines Türmchen bauen. Aber da werde ich mir mal noch was überlegen, Freunde. Können wir dann darüber gehen eventuell und darüber gehen zu dem Stein, dem Stein, dem Stein und dann hinter. Könnte eventuell mit etwas Glück auch funktionieren. Jetzt machen wir hier schnell nur die Ordnung, muss sein. Oh, dann jetzt hier dich hin. Weg. Genau. Dann haben wir das noch schnell auf der anderen Seite auch. Dann könnte man rein theoretisch sogar schon wieder. Der Effekt ist auch schon egal. Machen wir es der Ordnung halber gleich überall hin. Holz alle. Wir hier mal die gute alte Lampe aufziehen. Das machen wir noch schnell. Zum Glück genügend Holz. Könnte sich im Nachhinein auch noch überlegen, ob man es nicht überdachen will sogar. Das Blöde ist halt immer, dass es ja, witterungsbedingt halt dann irgendwann auch echt nicht mehr gut aussieht. Und das ist dann auch immer schade, wenn man sich so viel Mühe gibt und danach sieht es aus wie ja, ihr wisst schon wie. Huch. Freunde, jetzt denke ich, ist Zeit fürs Bett. Man sieht nämlich, glaube ich, langsam auch gar nichts mehr. Genau, dann haue ich mich jetzt hier mal in die Falle. Bevor ihr gar nichts mehr seht.
gleich das andere Zeug ausrüsten. Das ein oder andere wegpacken. Dann packen wir auch schnell weg. Ist dem auch Genüge getan. Wir müssen es hier unten schon wieder so dunkel. Schaut es doch gleich wieder besser aus. Hunger haben wir auch schon wieder. Junge, der frisst mir noch die ganzen Haare vom Kopf. Einmal noch reparieren das ganze Zeug. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Bett. Zack. Und natürlich immer ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Mal hier ein bisschen bauen, mal ein bisschen kämpfen. So, ich würde sagen, wir bauen jetzt die Brücke fertig. Wenn die Brücke dann steht, werde ich die Folge vermutlich für heute beenden. Und in der nächsten Folge werden wir dann wieder bisschen auf die Jagd gehen. Ja. Da fehlt noch einer. Dann werde ich mir mal noch überlegen, ob ich das Traugerdorf das war ja bloß eine Treppe, genau. Ob ich nicht das Traugerdorf wieder auf Vordermann bringe. Wobei ich da sagen muss, dass es halt da hinten aktuell nicht allzu viel gibt. Und da weiß ich nicht, ob das nicht verlorene Zeit wäre im Endeffekt. So. Oh. Einmal noch umdrehen. Zack. Zack. Da. Dann hätten wir unsere schöne Treppe. Gut, hier wird's scheiße Wetter. Dann würde ich sagen, packen wir den Spaß weg und gehen zurück und beenden die Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn ja, würde ich mich natürlich wieder über eine kleine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir wieder ein bisschen die Welt erkunden. Und da mal schauen, was hier so abgeht. Ah, es gewittert. Gut, in diesem Sinne, macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Euer Stevie B. Ciao.